Moin, moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Forest. Ich habe gehört, irgendwo haben wir hier einen Eingeborenen im Lager. Was ungünstig ist, weil ich jetzt gleich hier runterfalle auf den Eingeborenen und ich mich hier nicht mehr gehalten kriege, glaube ich. Ach, da! Ja, hör mal. Ich wollte dir gerade helfen kommen, aber ich sehe. Du bist ja schon fertig, ne? Nee, nicht ganz. Wieso? Jetzt bin ich fertig. Wieso? War da noch einer? Ja. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Und den Kopf nehme ich mal eben mit hier. Denn wir waren ja noch am Effigie dran. Wieso ist meine Ausdauer denn schon wieder? Oh, noch ein Kopf. Wieso habe ich immer nie Ausdauer? Das ist total kacke. Wir kommen jetzt mal eben schnell auf die Schnelle hier raus, denn ich möchte das Effigie fertig bauen. Wie viele Köpfe fehlen da noch? Oh, Eins. einer! Wir brauchen auf jeden Fall da drüben. Ja, das war natürlich extrem pfiffig. Ich gehe mal einfach hier raus. Man kommt ja ohne Probleme über den Wall drüber, man braucht ja eigentlich gar keine Tür. Nur wenn es dringend ist, kommst du nicht rein, wahrscheinlich. Muss man nicht? Wenn es dringend rein musst, wenn du flüchtest, kommst du wahrscheinlich nicht rein. Ja, stimmt. Man kennt das ja, ne? Aber dann, wenn man wirklich muss, dann klappt es nicht. So, wo haben wir denn jetzt hier noch ein paar Leutchens, Bäumchens? Denn ein bisschen was brauchen wir noch. Oh, dieser vollsatte Sound ist toll. Ist übrigens eine tolle Perspektive, wenn du den Baum hochguckst, der gerade umfällt. Und dir denkst, okay, wie viel wiegt der? Was macht er gleich mit dir? Baust du da gerade schon weiter? Ja. Ach so. Warum? Na, nur so. Einfach mal rein Will nur zuschauen, Interesse. oder was? Ja, ich guck dir gern zu dabei. Dann weiß ich Nee, nicht. nee, nee. Ich schau zu und du arbeitest. Hä? Also, ich führe Aufsicht, sagen wir so. Aha. Ja, machen Sie bitte das. Bitte, ja, bitte Okay. alles. Bitte gar nicht. Bitte sofort. Bitte später. Boah, Hunger hab ich. Ich könnte direkt ein ganzes Reh verdrücken, ey. So. Ach, und diese Plattform, wo man nicht raufkommt, kriege ich denn jetzt hier noch so eine kleine reingedrückt oder nicht? Ich glaube, nee, hier rastet keinen mehr ein. Gerade eben nicht. Da muss hier noch eine hin. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mal. Wo ist denn der gespawnt, dieser Eingeborene? Stand der einfach da oder ist der durch die Wand Na, das sind gelaufen? diese Grüppchen kommen, das sind dann zwar eine. Aber wie? Sollte. Eingepackt, drüber gesprungen, irgendwie so. Ja gut, solange da noch Bäume sind, können sie natürlich hochklettern und reinspringen, ne? Das ist irgendwo ja auch noch klar. Kann ich? Stecken Sie bitte jetzt rein. Das klang irgendwie ein bisschen pervers jetzt, aber na gut. Musste durch. Musste ich damals auch, als ich noch kleines Schulmädchen war. Ich hoffe, die Kanten gehen dann jetzt so einigermaßen. Schubidubidu. Wie das immer ruckelt, wenn man sich so relativ schnell im Kreis dreht. Oder tut's das bei dir nicht? Nach mir geht's eigentlich. Alter Cheater. Ah, Musst du mal vielleicht. probieren. Stell dich im Wald, schau rauf und dreh dich im Kreis, da bist deppert. Uäh.
Super, danke schön. Jetzt habe ich ein Flimmern vor den Augen. Na, komm her. Und. Wie kommt es eigentlich, dass hier nicht schon wieder so eine unendlich hohe Anzahl an Baumstämmen angezeigt wird, die wir noch verbauen müssen? Ist irgendwie falsch, oder? Ich habe schon. Ja, sieht gut aus. So, dann müssen wir hier drüben auch nochmal wieder so ein kleines Plateauchen dran basteln. Passt das so? Ich glaube, das passt so. So, dann gehen wir mal ein bisschen Holz sammeln, bevor das ganz duster ist hier. Na, Fall! Stirb, Baum! Jetzt sofort. Ich glaube, Greenpeace hat das auch gehört. Ja, ist mir egal. Ich brauche Baum. Aus was bauen sich denn bitte schön diese Greenpeace-Leute ihre Häuser? Flamm? Ja, genau, aus Schlamm und Dreck. Flamm? Genau. Haben Oder sie. in Höhlen. Ja, oder sie wohnen in Höhlen, genau, das. So riechen die auch. Wie cool dieser Typ hier einfach mal ist. Den muss ich auf jeden Fall mal festhalten, aber der ist ein Foto wert, der Kerl. Wo? Erstmal das Dingchen hier ausgemacht. Der ist die absolute Krönung, ey. Du weißt, was ich meine? Nö. Der eine Typ, den du da hier weggehauen hast mit der Taschenlampe, ne? Ja. Ja, der Korpus steht aufrecht hier noch. Und die Taschenlampe Wo? leuchtet. Ja, hier. Sieht sehr schön aus, weil du jetzt gerade Nee, in so einem ich sehe Lichtkegel nichts. bist. Ja, ich sehe das. Ist ja auch die Hauptsache. Wo So. steht der genau? Ja, hier. Best Friends, oder? Aber hallo. So. Tipp. Es ist wieder dunkel. Das ist natürlich nicht so schön. Weil wegen. Dinge. Ich wollte. Wieso habe ich eigentlich keinen Tarnanzug mehr? Hatten wir den nicht letztens Oder komplett nicht? gebaut? Doch, aber der wird nicht gespeichert. Ach, der wird nicht gespeichert? Noch Super. nicht. Ah, toll. Das wäre auch mal zu schön gewesen, wenn man funktioniert hätte, ey. Mei, 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 mei. Aber wir sind es eh schon gewohnt. Ja, pf, natürlich. Die 1,5 Jahre, die das Spiel jetzt mittlerweile in der Alpha ist und im Prinzip die Hälfte immer noch nicht funktioniert, das ist auch ganz souverän. Man muss sagen, sie bleiben ihrer Linie erschreckenderweise treu. Auch wenn das nicht gerade gut ist. So, kannst du jetzt bitte, kannst du jetzt bitte, kannst du jetzt bitte, kannst du jetzt. Kann ich bitte jetzt was essen? Hallo! Nö. Danke. Dich hätte keiner gefragt. Bum. Wobei, wo ich jetzt die ganze Zeit mit dem Typen am Labern bin, kriege ich irgendwie Bock auf Germknödel. So. Wir brauchen noch Holz, sonst kommen wir gerade nicht weiter. Oder Möglichkeit B. Ich spiele ein bisschen mit den Zähnen hier. Wobei, warte mal, hier kann ich ja schon anfangen, so ein kleines Lager reinzumachen. Das wird ja hier sowieso die Außenwand. Kriege ich hier eventuell normalen Boden drüber gelegt, sag mal. In der Theorie schon. In der Praxis sogar auch tatsächlich relativ gut. Ja, also hier auf diese Wiese, das ist jetzt natürlich dann alles ein bisschen krumm und schief. Aber sieht zumindest nicht so aus, als hätten wir hier einfach mal Wiese im Haus dann nachher. Ist halt so eine kleine, so ein kleiner Kackpfuhl.
So, ich finde das schön, das kann so bleiben. Ist aber auch eine schöne Nacht heute, ne? Zum Glück regnet es nicht. In 5 Minuten regnet es, pass auf. Spätestens. Spätestens in 5 Minuten. Also ich würde da ja auch meine Großmutter drauf verwetten. Eigentlich hätten sie ihr Spiel Rainforest nennen sollen, oder? Ja, tatsächlich. Wäre in Innovation gewesen. Aber glaubst du, wenn sie das einmal einführen, wenn es regnet, dann Wolken sein und kein Sonnenschein? Ja, vielleicht dann mal in einer Beta. Also in 5 Jahren. Ja, höchstens, frühestens. Was brennt denn da hinten? Ich komm mal rein. Was? Mann mit vielen Armen und Fackel. Wo? Da hinten im Wald. Da wo es brennt halt. Mein Gott. Spielen, spielen, spielen. Richtung den beiden Markierungen. Ja, bloß nicht runterschlittern hier, ey. Ne? Und runtergeschlittert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Siehst du sie? Nicht wirklich. Aua! Also das Seil ist irgendwie kacke, das ist irgendwie verbuggt. Alle anderen funktionieren, nur das nicht. Huch, was soll ich hier für Geräusche? Ist der Muschiklaus da? Ich glaube, ich habe es gesehen. Oh shit. Was denn? Die stehen am Zaun. Wo? Dort, wo die Plattformen sind. Also draußen. Ich komme mal eben zu dir rüber. Ach, da! Warte mal, Da. vielleicht kriege ich einen Molly bis nach da hinten geschmissen. Ballistischer Winkel, Entfernung. Läuft. Los, Pi mal Daumen. Okay, war Pi mal Daumen, dann ein bisschen daneben. Ach, ich habe den Daumen vergessen. Scheiße, mal Pi hätte gereicht. So, gucken wir uns erstmal die Karte an. Nee, was ist das eine schöne Karte, hör mal. Und jetzt? Aber siehst du, wieder angezeigt. Mir wird nichts angezeigt. Wo die Höhle ist. Ah, cool. Alle anderen auch? Ne, nur eine, ne? Das ist ja nur für die eine. Es gibt ja mehrere Karten, glaube ich. Ach so, und das ist im Prinzip die komplette Höhle. Das ist die eine Höhle. Da, wo wir waren. Ja, es gibt, glaube ich, wie viele Maps, Höhlen gibt es? 4? Oder Das irgendwie weiß so. ich nicht, das weiß ich nicht. Aber ist ja cool, dass die da hinten auch wirklich im Wald angezeigt wird. Das finde ich ja nett. Wieder Also was? zwei gibt es hier. Zwei Höhlen. Es gibt mehr als zwei Höhlen. Nein, man, Karten von die Höhlen. Ja, ich vermute mal, es wird auch tatsächlich dann zu jeder Höhle eine Karte geben, oder? Zumindest die, naja, die Logik wird es zulassen, ja. Ja, die theoretische Logik, aber die praktische ist wieder was anderes. Das ist richtig. Sitzt du gerade irgendwie unter Wasser, oder? Du klingst auf einmal so komisch, als würdest du irgendwie gerade duschen. Ja, weil es regnet vielleicht. Ne, jetzt ist wieder normal. Das war gerade total dumpf. Keine Ahnung, was das war. Wie toll das auch ist, dass man hier ständig Platschgeräusche hört, wenn man auf der Plattform springt. Also ist also wirklich echt durchdacht, dieses Spiel. Das ist total gut. Die Plattformen sind übrigens super. Du kannst von Plattform zu Plattform kommen, indem du einfach an das nächste Seil springst und dich einfach festhältst. Trick 17. Ich speichere mal gerade eben, weil wird ja mal wieder Zeit. Und außerdem sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge von The Forest. Bis dahin, alles Bert. Tschüss.